Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Ultramond. Ich wollte schon Super Mystery Dungeon sagen hier. In der Trainerschule soll es ja irgendwie spuken, habe ich gehört. Nachts. Da wollen wir mal uns damit beschäftigen. Aber hier ist doch keine Sau. Oder muss es tief in der Nacht sein? Moment. Nee, die waren es. Es war irgendeine Person, die es mal erwähnt hat. Das glaube ich, weiß das. Also. Du hast das nicht. Nee. Nö, anscheinend. Vielleicht irgendwo später? Keine Ahnung. Puh. Pass auf, dann gehen wir erstmal zum Schattendschungel. Ich glaube, da sollte sich Dingens befinden. Mao. Und ich schaue nebenbei jetzt mal, ob wir mal. Oder ob wir da irgendwas machen müssen. Google. Machen wir erstmal Topschutz an, würde ich sagen. Falls wir das noch nicht gemacht haben. Was ist denn das? Ach so, ist eine Medizintasche. Da. So, Google. So. Und hier soll sich Uwe Mau aufhalten. Ich nehme mal an, dort beim Stärkefelsen, wo wir noch hingehen sollen oder müssen. Nachdem Harlan besiegt hat und die Möglichkeit bekommen nach Akana zu kann man in Pokémon unter nachts auf den Schulen die selben Mysterien der Schüler lüften, wenn man die Vorschule mit den Duften vor der Schule anspricht. Nacheinander kann man eins der Mysterien anwählen und muss den beschriebenen Ort aussuchen, das Mysterium zu lösen. Okay, darum kümmern wir uns gleich. Ich nehme an, dass Mao sich hier irgendwohin versteckt hat. Wenn man gegen sie überhaupt kämpfen kann. Ich schau mal. Aber trotzdem müssen wir hier sowieso hin. Also, scheint hier irgendwo zu sein.
Hat Level 60er Pokémon, steht hier. Oder müssen wir das bei Nacht machen? Ich habe keine Ahnung. Hier haben wir auf jeden Fall einen Hypertrank. Hier ist nichts weiter. Hier ist eine TM. Mit TM 53 Energieball. Nee, scheint nicht so. Ich weiß nicht, wie man gegen sie kämpfen kann in Ultramond. Aber hier steht laut PokeWiki, soll es hier sein. Ja, Erfahrungsbrunnen. Das ist ein bisschen komisch. Aber vielleicht sollten wir zu ihr nach Kunikuni City gehen. Aber ob die da ist, wage ich eher zu bezweifeln. Müssen wir später gucken. Ah, hier ist Dingens. Hier soll sie drin sein. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das jetzt getriggert. Nee. Müssen wir später nochmal vorbeischauen tatsächlich. Ja, keine Ahnung. Dann müssen wir wahrscheinlich vielleicht am Tage nochmal vorbeischauen oder so. Keine Ahnung. Na gut. Gut. So, hier soll irgendwo ein Mädchen mit einem Driftlohn sich herumtreiben. Ja. Das steht doch vor der Schule, ne? Vor der Schule anspricht. Also ich finde hier niemanden tatsächlich. Vorschülerin mit einem Driftlohn. Hier ist niemand. Nee. In der Schule meinten die nicht, oder? Ich sehe hier niemanden. Seltsam. Also ich finde hier niemanden mit einem Driftlohn. Nee. Vor der Schule. Was meinte damit? Warte mal, ich gucke einfach mal hier in den Pokémon Center.
Ja, klar. Ist auch niemand mit einem Driftlohn. Schauen wir mal bei Professor Kuki erstmal vorbei. Mal gucken, was hat er denn? Hallo Dusty, du siehst aus, als würde es dir gut gehen. Hey Champ, du weißt die Macht von Z-Attacken mittlerweile sicher zu schätzen, stimmt's? Ja. Die Z-Kristalle, die du während deiner Inselwanderschaft gesammelt hast, haben dir also gute Dienste geleistet, was? Ich frage mich, was genau die Z-Attacken so besonders macht. Das war auch mal eins der Themen bei meiner Attackenforschung. Den Anfang macht den Z-Kraftring, der aus dem Glitzerstein von Kaporiki hergestellt wurde. Durch das Nutzen der Z-Kristalle entsteht eine Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon. Oder um es mit einer Attacke zu sagen, da ist kein Platz für einen Ego-Trip. Genau, wie es scheint, entsteht dadurch ein unsichtbares Band zwischen Trainer und Pokémon. Ja, der Trainer überträgt dabei seine geistige und körperliche Kraft auf das Pokémon. Diese wird dadurch in eine Aura gehüllt. Aber was ermöglicht es wohl dem Trainer, seine Kraft an sein Pokémon zu schicken? Der Glitzerstein? Genau, der aus dem Glitzerstein hergestellte Z-Kraftring wandelt die Kraft des Trainers in Licht um und hüllt das Pokémon damit ein. Durch die Ultrapforte, die Lunala geöffnet hat, fließt Licht nach Alola. Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Könnte es sein, dass die Glitzersteine auf die gleiche Weise nach Alola gekommen sind? Die Mitglieder des Ultraforschungsteams haben uns erzählt, dass Necrozma vor langer Zeit einen Teil seines Körpers verloren habe. Wenn wir meine Hypothese mit ihrer Erzählung kombinieren, könnte es nicht sein, dass die Glitzersteine der Teil seines Körpers sind, den Necrozma verloren hat? Das würde ja bedeuten, Necrozma kann diesen Teil seines Körpers zurückgelangen, wenn es an deiner Seite ist. Es ist zwar nur eine Vermutung, aber das ändert nichts daran, dass du ein außergewöhnlicher Trainer bist, Lusty. Und Necrozma ein außergewöhnliches Pokémon. Akromas hat mir erzählt, dass du Necrozma nur Lunalas Licht gegeben hast. Ja, und dadurch hat Necrozma seine hell leuchtende Form angenommen. Die alten Legenden besagen, dass Necrozma durch Licht gebannt worden sei, aber vielleicht wurde ihm damals ja das Licht gegeben. Ich möchte auch irgendwann zusammen mit meinem Pokémon eine Z-Attacke einsetzen. Toll, mir ist es gelungen, einen Teil des Geheimnisses der Z-Attacken zu lüften. Das habe ich nur meiner Assistentin Lily und Champ Dusty zu verdanken. Aber wie Z-Attacken konkret funktionieren, gibt uns immer noch viele Rätsel auf. Ich brauche in Zukunft auch eure Unterstützung. Okay. Schön, dich zu sehen. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du meiner Mutter im Eva-Paradies geholfen hast. Ich habe ein wenig nachgedacht. Alle Zeit über habe ich dich aufgesehen und wollte ein Pokémon-Trainer werden, so wie du. Jetzt bin ich es, aber ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Ich muss stärker werden. Und ich denke, das geht am besten, wenn ich auch weiterhin von dir lerne. Ich möchte gerne im Kampfbaum zur Seite stehen, Dusty. Ich werde dir ganz bestimmt kein Klotz am Bein sein, bitte. Nur gerne. Vielen Dank. Wenn du das nächste Mal den Kampfbaum in Angriff nimmst, werde ich und mein Team bereit sein. Rot ist nicht der einzige Trainer da draußen, der ordentlich was auf dem Kasten hat. Es gibt noch so viele andere, denen wir die Power der Z-Attacken und der Pokémon aus Alola zeigen können. Ach ja, lass mich das hier geben. Team 90 Delegator. Die Attacke Delegator nutzt ein Viertel der maximalen KP eines Pokémon, um einen Doppelgänger zu erzeugen. Das Tolle an ihr ist, dass sie dich vor den meisten Statusattacken beschützen kann. Am besten kombinierst du sie mit Items, die bei KP-Verlust wirken oder deine KP wiederherstellen. Ein Champ sollte auch raffinierte Taktiken drauf haben, gar keine Frage. Das ist ein Erinnerungsfoto, auf dem du gemeinsam mit Lily und Tali zu sehen bist. Das scheint Lilys Tagebuch zu sein. Ein robustes Metallschutz schützt es vor neugierigen Blicken. Okay. Das ist ja schön und gut.
gut. Hier ist anscheinend nichts mehr. Ich überlege gerade was. Wo könnte sie sein? Wo könnte sie bloß sein? Vorschülerin mit einem Driftlohn. Vor der Schule. Habe keine Ahnung. Vielleicht hier irgendwo. Nee. Huch. Warte mal. Dann kommt bestimmt gleich nochmal. Okay. Trotzdem würde mich das jetzt mal interessieren, wo sich die Person befindet. Müssen wir jetzt überall mal nachschauen hier. Sind wir hier? Touristeninformation? Ich glaube nicht, dass die hier drin ist. Aber nee, hier auch nicht. Nee. Ich sag mal, das gibt's doch nicht. Oder muss man wirklich zwangsläufig am Tage dahin gehen? Oder hat man das schon mal getriggert gehabt? Moment. Will ich mal ganz kurz herausfinden. Ansonsten. Ja. Das ist natürlich richtig doof jetzt. Äußerst seltsam. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal was anderes machen. Ich überlege Gott. Genau. Hier haben wir ja noch was zu erledigen. Und zwar sollen wir ja noch Personen suchen. Ach nee, halt. Ach so, ja, okay. Habe ich gerade den Ort verwechselt, aber trotzdem müssen wir hier nochmal hin. Und zwar wollten wir jetzt nochmal zu Achina hingehen.
So, los geht's. Ein Sprudel. Dieser Ort ist offenbar eine Nachbildung. Okay. Ein großer leerer Raum voller Mülleimer. Die Leute in Ganto haben einen merkwürdigen Geschmack, was Inneneinrichtungen angeht. So, dann machen wir das erstmal. Ganto. Arena-Kämpferin Joella. Oh, Level 55. Ist auf jeden Fall dann nicht langweilig. So. Toll, wenn du so weitermachst, bist du bestimmt bei der Schemter Kanto-Region. Ein Pokémon-Kampf à la Ganto, das wird ein Spaß. Okay, Ignazia. Mit einem Bundlebee. Schaumserenade. Lamus 73. Herzlichen Glückwunsch. Sag Bescheid, wenn du noch etwas bestellen möchtest. Willkommen in unserer Kantore Arena. Ich gehöre zu den Trainern dieser Einrichtung. Nenn mich einfach Alfreda. Ein Rosana. Jo, Schaumserenade. Ich hoffe, du bist auf deine Kosten gekommen. Oh nein, nein, ach so, ist okay. Hey, ich bin Ryuki. Ich bin nicht irgendein dahergelaufener Trainer, sondern ein Star. Ja, du hast richtig gehört. Und weil ich ein Star bin, sind meine Pokémon es auch. Was jemand wie ich hier macht, ist doch klar. Ich bin ins weit entfernte Alola gekommen, um mich an der Pokémon-Arena zu versuchen. Die Ganto-Arena ist zwar streng genommen keine richtige Pokémon-Arena, aber sie gefällt mir trotzdem. Sie hat irgendwie Charakter. Hey Champ, wie wär's mit einem heißen Kampf zwischen zwei so charakterstarken Trainern wie uns? Na sicher. Gut, einer Vorstellung bedarf es wohl nicht mehr. Bühne frei für Ryuki. Pokémon-Trainer Ryuki. Ein Knackerack. So, Mondgewalt. Okay. Zenlong. Okay. Ein Dragoran. Da setzen wir Eisstrahl ein. Oder wobei, ja, komm.
Primarina 94. So, Grandias. Magnet 273, Plepper 72, so ein Totonator. So. Donarium 74. Jetzt muss ich erstmal einen lauten Schrei ausstoßen, um meinen Pokémon aufzuheitern. Okay, mein Team war in der Stimmung für den nächsten Gig, doch du hast erstmal eine Runde chillen lassen. Hier, ich möchte dir diese Drachenhaut schenken. Die hat auch Charakter. Hey, du willst sicher unbedingt wissen, was für eine Art Item eine Drachenhaut ist, oder? Tja, das fällst du am besten einfach selbst raus. Sobald Alola seine erste richtige Arena hat, werde ich dort als Arenaleiter für Drachen-Pokémon die Bühne rocken. So. Wenn du die 4 Pokémon-Trainer in der Arena besiegst, darfst du den Arenaleiter herausfordern. So, Claudina. So, Eistrahl. Was für ein gnadenloser Kampfstil. Ich bin doch bestimmt nicht die Erste, die du besiegt hast. So. Hey, Rekrut. Du forderst mich zum Kampf heraus? Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Mein Kanto-Pokémon ist unschlagbar. Es hat das Schlachtfeld bis jetzt immer siegreich verlassen. Kanto-Arena-Kämpfer Bobby. Machomai. Mondgewalt. So. Meine Kanto-Pokémon waren wirkungslos. Oh nein, du bist sehr stark, Rekrut. Na gut, Trainer, da du schon ein Gewitterhorn beide trägst, tausche ich ihn einfach gegen einen neuen aus. Du erhältst einen neuen Gewitterhorn. Die leuchtenden Gewitterhorn bekommen nur Rekruten, die mich besiegt haben. Trage ihn also mit Stolz, auch wenn es nur ein bescheidenes Werbegeschenk ist. Ich würde mich freuen, wenn du eines Tages wieder zum Appell in unserer Kanto-Arena antreten würdest, Rekrut. Okay. So. Nee, wo ich jetzt eigentlich hin wollte, war... Hier, genau. Da sind irgendwo Personen aufgetaucht, die wir zu den alten Sack hinlotsen sollten. Nee, du bist es auf jeden Fall nicht. Ich will also spazieren, nee. Wenn wir erstmal schauen. Du vielleicht hier.
Meine Pausen zwischen der Arbeit gehe ich immer montags. Ja, klingt falsch. Montags? Nee. Sag mal, Junge, hast du zufällig in der Nähe eine Truppe älterer Leute in meinem Alter gesehen? Du fragst dich, ob sie eine Freundin des älteren Herrn im Hotel Meeresrauschen sei. Mhm. Genau, davon sprach ich. Wie schön, dass du mich gefunden hast. Unseren ursprünglichen Treffpunkt gibt es ja nun leider nicht mehr. Mach mich am besten sofort auf den Weg ins Hotel. Vielen Dank nochmal. Okay, du nicht? Oh, das ist ein Item. Was ist das? An den, der diesen Brief lesen tut, kannst du den Brief hier bitte der Frau geben, die da total gerne tanzt und die Korsan ganz doll mag? Sie wohnt irgendwo auf Akala. Sie singt bestimmt zusammen mit Corazon ein Lied, das sie selbst geschrieben hat. Glaube ich jedenfalls. Wenn du ihr diesen Brief übergeben tust, passiert bestimmt etwas, was ganz Tolles für dich. Frau mit Corazon. Okay. Ja, da müssen wir mal gucken. Frau mit Corazon. Wohnt hier irgendwo auf Akala. Nee. Schauen wir mal hier. Na, gibt es Sehenswerte, die man dann nicht. Okay. Hallo, ich bin der Name. Ach nee. Nee. Spitzname, nee. Touristeninformation, nee. Gut, dann hat sich das hier erledigt. Schauen wir mal hier rein. Achso, ich dachte, da wäre jetzt irgendein Eingang da hinten. Hoch, wollte ich eigentlich ja nicht mit ihnen sprechen. Trainer keine Pokémon, blibla blub. Nee. Kra. Nee. Okay, also hier ist nichts. Dann sind wir hier schon mal durch. Hier ist bestimmt irgendjemand. Mhm. Du möchtest ein wenig in das Geheimnis. Also ich würde mal warten, ich bin recht fit, was Pokémon-Kämpfe angeht. Der Projektleiter ist ebenfalls eine echt harte Nuss, wenn auch nicht ganz auf meinem Niveau. Sollten dir jetzt noch nicht die Knie schlottern, würdest du dann einen Kampf gegen uns beide wagen? Jo. Ja, klar, dann lass uns loslegen. Hey, Iwao, komm mal her. Sofort. Was jetzt? Ein Kampf? Na schön, auf geht's. Jo. Game Freak Morimoto und Game Freak Iwao. So, Schaumserenade und Zen-Kopfstoß auf Gengar.
So. Okay. Ein Dragoran. Ein Haitaira. Mondgewalt hier. Und Psychokinese auf Haitaira. Tat jetzt nicht so sonderlich weh. Und wir machen mal hier. Das ist natürlich doof. Dann setzen wir mal Magnetzone ein. Und mit Magnetzone greifen wir mal an. Blitzkanone auf Haitaira. Und Lamuszug setzen wir ein für Beleber. So. So. Lamos 74. Ein Ambidöffel. So. Hier machen wir eine Schaumserenade. Käufer auf 73. Letzten Endes bin ich eben doch der Stärkste und Beste von allen, zumindest in meinen Träumen. Mit dieser Taktik hatte ich nicht gerechnet. Das war echt beeindruckend. Okay. Du bist ja selbst auch richtig stark. Dabei hatte ich gehofft, mit Iwao an meiner Seite so richtig abräumen zu können. Naja, das war wohl nichts. Reife Leistung, du hast deine Pokémon wirklich gut trainiert. Lass mich sie wieder fit machen. Ich habe hier noch etwas für dich. Wenn du dieses Item besitzt und ein Pokémon im Hort abgibst, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Ei gefunden wird. Ovalpin. Ich lasse dich nur einmal pro Tag mit mir kämpfen, okay? Du kannst also morgen wiederkommen. Bis dahin habe ich dich aber wahrscheinlich eh wieder vergessen. Viel Spaß noch mit deinem Pokémon, okay? Projektleiter. Okay. Hm.
Schauen wir mal weiter oben, ob sich da jemand befindet noch. Okay. Hier ist niemand mehr. Gut, schauen wir mal im Hano Resort. Wobei, das machen wir im nächsten Part, würde ich sagen. Der Part ist jetzt mittlerweile schon um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Pokémon Ultramond. Macht das gut, haut rein, Leute, und tschüss.